Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt's mal wieder Rewards. Es ist Donnerstag und das heißt, wir bekommen Foot Champions und Division Rivals Rewards. Und die werden wir heute alle öffnen oder halt beide öffnen und mal schauen, was wir daraus ziehen. Vielleicht ziehen wir ja mal eine Icon. Es ist jetzt schon länger her. Es ist Ende FIFA 18 gewesen, wo ich meine erste Icon gezogen habe. Aber vielleicht ziehen wir ja heute die erste Icon in FIFA 19. Also ich möchte dieses Jahr schon noch einmal eine Icon ziehen, einmal dieses Feeling erleben. Die Kamera sieht heute ein bisschen anders aus. Ich habe mal ein paar andere Einstellungen genommen. Vielleicht gefällt sie euch. Wenn ja, zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in die Division Rivals Rewards. Wir werden wahrscheinlich nur Untrade nehmen, weil da bekommen wir einfach mal 4 Megapacks. Genau, Rang 3 sind wir diese Woche leider nur gekommen. Ja, und dann kommen wir zu dem 4 Megapacks. Es sind aktuell dieses eine ultimative Tots zu ziehen und dann noch so Rest of the World. Also entweder wir ziehen komplette Scheiße oder beim ultimativen Tots ist ja auch noch so ein Sarabia oder so dabei. Also okay, der hat auch 94, nur die Packs sind halt untrade und wenn ich jetzt einen ziehen sollte, will ich schon einen Kracher. Aber kein Ronaldo, ich würde auch einen anderen nehmen. So Marco Reus wäre auch was. Der hat zwar auch 98 und ist sehr unwahrscheinlich, aber komm, erstes Pack. Wir gehen rein mit einem Nose Pack. Mal schauen, direkten Walkout leider nein, aber zumindest mal ein Schlitz, okay. Portugal, Torwart, das ist Patricio. Ich denke mal, ihr habt es in letzter Zeit schon verfolgt. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht mehr so viel hochgeladen wie vor einer Woche. Da habe ich einfach mal so 4 Videos an 4 Tagen gebracht. Hashtag Lucky Perny ist aktiv und ich würde sagen, wir gehen gleich ins nächste Pack rein. Die Nummer 2 wird kein Walkout und auch keine Tafel. Am Ende bekommen wir einen Canales und einen Draft-Token, okay? Vielleicht hänge ich noch einen Draft hinten dran an das Video. Also mal schauen, ob ich wirklich noch einen Draft dranhänge. Wenn ja, geht das Video wahrscheinlich über 10 Minuten, Kappa. Und ich würde sagen, wir gehen gleich ins nächste Pack rein. Ich will zu dem Weekend League Rewards und da ist der erste Walkout. Come on, weiß! Nein, blau! Blau, 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 blau! Oh, leider nur ein Schrottblau. Aber okay, 88 geht auf jeden Fall in Ordnung. Kann man in eine SPC hauen. Aber ich hätte jetzt schon lieber einen ultimativen Dots genommen. Aber so ein Varela mit 88 kannst du in eine SPC einbauen. Vielleicht ist ja da noch eine Icon dahinter. Wir schauen direkt mal rein, was wir dahinter noch so haben. Ein Brahimi, okay, 85 geht auf jeden Fall auch in Ordnung. Und einen Ralle Fährmann. Und natürlich noch ein Dortmund Wappen. Wird natürlich abgestoßen. Und dann kommen wir zum letzten Megapack. Ich denke, da kommt jetzt nichts mehr. Genau so ist es. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Okay, noch ein Inform. Jetzt kommt ein Sandro Wagner. Leider nicht. Leider nur so ein Schrott-Inform. 76er Bacci. Und ich würde sagen, da kommen wir auch schon zu den Weekend League Silber 1 Rewards. Ich habe jetzt nur leider bis Silber 1 gespielt. Ich glaube, die Weekend League habe ich mit 12, 17 beendet, sollte es sein. Genauso war es, glaube ich, auch. Vielleicht noch hinter dem Inform irgendwas. Ja, ein Falcao. Okay. Ja, und dann, wie schon gerade angesprochen, kommen wir zu den Foot Champions Rewards. Wir gehen direkt rein in die Player Picks. Jetzt sehen wir hier noch Silber 1 haben wir abgeschlossen. Also Real Talk, diese Woche war es richtig scheiße, die Weekend League. Aber vielleicht spiele ich ja die nächste wieder. Wir bekommen auf jeden Fall die 2000 Punkte, 20.000 Münzen, ein Megapack, ein Jumbo Premium Gold Spieler Pack und ein Player Pick. Ein von 3 Foot Champions Spielern. Also, wir könnten jetzt, also ich wäre Real Talk, ich wäre mit einem Kimmich oder so schon komplett zufrieden. Müsste ich zwar einen guten alten Caligiuri aus meinem Team rauswerfen, aber ganz ehrlich, wer wird da nicht lieber einen roten Kimmich stehen lassen haben? Come on, leider kein Kimmich, sondern nur so ein Scoff. Aber kannst du mir natürlich schön reden. Er ist scheiße. Den habe ich schon mal gezogen. Und er ist ein 91er. Den kann ich auf jeden Fall in der SBC hauen. Ja, also für Silber 1 geht es auf jeden Fall fit. Ich hätte natürlich gerne hier einen ultimativen Tots gehabt. Aber man kann ja in FIFA leider nicht alles haben, weil EA einfach nicht gönnt. Dann nehmen wir den Scoff. Ja, und dann kommen wir zu den letzten 2 Packs aus diesem Video. Wir gehen rein ins erste. Ich erwarte da eigentlich eh kein Walkout mehr. Genau so ist es. Auch keine Tafel. Ja, und dann hier das letzte Pack. Wir gehen schon mal rein in die Abmoderation. Da kommt eh nichts mehr. Genauso habe ich es mir schon gedacht. Zumindest doch.
eine Tafel, Abfahrt, let's go, Spanien, Innenverteidiger Nacho Fernandes. Und ich würde sagen, das war's von dem Video. Wenn ja, zeigt's mir mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Ich würde sagen, morgen seht ihr ein Footdraft, natürlich mit dem Draft-Token, den wir hier vorhin bekommen haben von EA. Und dann war's das auch von diesem Video. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.